Also der erste Wettkampf war bei mir wirklich sehr zittrig. Also ich war super nervös, weil es auch gleich beim ersten Wettkampf für mich im 3-Meter-Synchron um den Olympiastartplatz ging. Da hätte ich mir vielleicht doch den einen oder anderen Test vorher gewünscht, aber das war nun mal nicht möglich. Von daher war ich da doch sehr nervös und musste erst mal wieder so ein bisschen gucken, dass ich in meine Routine komme, dass ich zwischen den Sprüngen runterkomme und nicht zu viel nachdenke. Das hat dann aber über den Vorkampf hinweg wieder ganz gut geklappt. Und im Finale war ich dann doch sehr konzentriert. Und ja, dann hat sich das alles wieder ein bisschen normaler angefühlt. Wie gesagt, wir haben 15 Monate trainiert. Das kann ja nicht umsonst gewesen sein, habe ich mir immer so ein bisschen gedacht. Ich wollte unbedingt zeigen, dass wir die 15 Monate super genutzt haben. Ja, und war eigentlich während des ganzen Wettkampfs zwar nervös, aber hatte immer im Hinterkopf, wir haben trainiert, wir haben die Zeit genutzt. Jetzt kann eigentlich, ja, wir haben alles getan, so viel kann nicht schiefgehen. Und ja, hat ja dann auch so gut funktioniert, dass wir uns da mit Platz 4 und mit Christina mit Platz 3 wirklich solide für die Spiele qualifiziert haben. Aber ja, nichtsdestotrotz war es sehr aufregend am Anfang für mich. Bei mir war es ähnlich. Auch wenn man älter wird, heißt es nicht, dass man weniger nervös ist. Also mein erster Einsatz mit Timo und Tom Synchron, wo wir so knapp den Gruppenplatz verpasst haben, da hatte ich schon einen ganz schönen Tonus auf den Beinen, aber nicht vor Trainingsbelastung, sondern einfach vor Aufregung. Wenn Adrenalin so viel durch den Körper schießt, dann ja, kann man auch mal so ein bisschen die Kontrolle über seinen Körper verlieren. Das war hart, ne, wenn man so knapp den Quotenplatz da verpasst. Aber wie Tina schon gesagt hat, es geht halt gleich knallhart los. Man hat nichts zum Warmwerden oder zum Reinkommen. Dann ist ja gleich erster Wettkampftag und es geht um Olympia. Das hat am zweiten Tag dann mit Lars zum Glück besser funktioniert. Wenn ich auch ehrlich bin, war ich eigentlich recht stark davon überzeugt, dass ich mit Timo das da packe und dass es am Ende so knapp war. Das war hart wegzustecken, wenn man am nächsten Morgen eigentlich gleich wieder bei Null anfängt und das Gleiche nochmal probieren muss. Deswegen, das war meine längste Wettkampfpause, seit ich diesen Sport mache. Also ich glaube, selbst als 6-7-Jähriger hatte ich Wettkämpfe in kürzeren Abständen als jetzt. Also ich glaube, dass diese Europameisterschaft das höchste Niveau seit mehreren Jahren oder in den letzten Jahren eine der stärksten Europameisterschaften hier werden wird. Wir haben die Briten mit der kompletten Olympiamannschaft da, unter anderem auch mit Olympiasiegern, Vize-Olympiasiegern etc. Thomas Daley, Jack Law, das sind so eigentlich mit die stärksten Springer auch in der Welt. Genauso sieht es bei den Russen aus, die mit ihrem stärksten Team hier anreisen. Und das sind ja eigentlich dann wird es in bestimmten Disziplinen auf einem Weltniveau sein, weil die Konkurrenz wirklich voll besetzt, mit voller Besatzung hier ist. Und ich glaube, viele nehmen das auch nochmal als Test vor den Olympischen Spielen, wenn man eben über ein Jahr keine Wettkämpfe hatte. Dann nutzt man, glaube ich, jede Titelkampf und jeden internationalen Wettkampf nochmal, um ein bisschen wieder quasi ins Rollen zu kommen. Ich habe für mich in meiner ganzen Karriere eigentlich festgestellt, dass je weniger Erwartungsdruck ich mir selber mache, dass ich da umso besser fahre. Also ich möchte hier bei dem Wettkampf eigentlich bloß 6 schöne Sprünge zeigen. Und für mich macht es jetzt keinen Sinn zu sagen, ich will jetzt hier Gold holen und wenn es dann nicht funktioniert, wäre ich total traurig. Von daher will ich mich diesem Druck gar nicht erst aussetzen. Ich will zeigen, dass ich zu Recht letzte Woche weit vorne war. Ich will zeigen, dass ich zu Recht zu Olympia gehöre. Und das sind meine Ziele für diese Woche. Ja, die mit dem höchsten Stellenwert sind natürlich die olympischen Disziplinen. Das ist in meinem Fall dann 3 Meter und 3 Meter Synchron am vierten und fünften Wettkampftag. Dort will ich mit Lars im Synchron versuchen, die Leistung, die wir vor 2 Wochen in Tokio gezeigt haben, zu wiederholen. Und nicht unbegründet dort Vize-Weltcup-Sieger geworden sind. Und Einzel 3 Meter springen, ja, ist dann auch mein erster Wettkampf wieder seit Februar 2020. Ja, da sind auch für Tina, die wird auch erstmal wieder Einzelspringen. Also, ich denke nach wie vor sind die olympischen Disziplinen stark im Fokus. Alles, was drumherum läuft, das macht sich dann
glaube ich, für die Gesamtbilanz ganz gut für den Deutschen Schwimmverband und sieht auch gut auf den Bieter aus. Ich bin immer noch total baff mit dem, was passiert ist und wie es passiert ist. Und es ist nach wie vor für mich nicht wirklich greifbar, weil ja, ich bin überhaupt nicht mit der Erwartung rangegangen, dass ich überhaupt in Medaillenregionen springen werde. Und es fällt mir nach wie vor schwer. Ich muss aber auch immer nachgucken, ob die Medaille wirklich da ist, dass ich die mir nicht eingebildet habe. Also es ist immer noch Wahnsinn. Die ganze Geschichte hat halt angefangen 2012, als ich in meinem ersten olympischen Finale mir die Schulter ausgekugelt habe und dort schon die erste Operation wegstecken musste. Ein Jahr später dann die andere Schulter Probleme gemacht habe, ich wieder operiert werden musste. 2015 habe ich ein unglaubliches Comeback hingelegt für mich, als ich Europameister wurde. Aber auch das Glück hielt nicht lange, als ich 2016 nach meinem zweiten Olympiafinale wieder Schmerzen in der Schulter hatte und ein drittes Mal operiert werden musste, war für mich da schon klar, okay, auf den Turm wird es für mich nicht mehr zurückgehen. Und habe mich da aufs Brett konzentriert, was eine sehr schwere Aufgabe ist, weil körperlich bin ich eher für den Turm ausgelegt. Und habe es aber dann doch irgendwie geschafft, mich nah an Patrick Rann zu springen und hatte wirklich große Hoffnungen auf Olympia. Und aber Hochmut kommt vor den Fall. Als ich da im Januar bei einem Trainingssprung mir erneut die Schulter ausgekugelt habe, dachte ich, okay, es ist jetzt endgültig vorbei. Olympia kann ich vergessen, ich kann meinen Sport vergessen, weil so eine Operation im Januar 2020, das hätte nicht funktioniert, um sich nochmal für Olympia zu qualifizieren. Dank der glücklichen Verschiebung durch Corona hatte ich nochmal die Chance und bin unglaublich froh, dass das so gut geklappt hat und ich auch zeigen konnte, dass ich zu Recht neben Patrick Hausting hoffentlich zu Olympia fahren darf.